Hallo meine Lieben, wir spielen wieder ein bisschen Zelda. Und ihr seht, wir sind in Boris Hütte. Wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen diesen Dungeon-Editor ausprobiert. Nachdem ich in der Djinn-Grotte ein bisschen auf dem Schlauch gestanden habe. Ich habe mir das Video vom letzten Mal nochmal angeschaut. Ja, da stand ich wirklich ein bisschen auf dem Schlauch. So, wir haben hier diesen schönen Teleport aktiviert. Der bringt uns nur leider blöderweise nichts. Weil wir noch keinen im Dorf haben. So, wir müssen jetzt in die Urunga-Stätte als nächstes. Okay. Fratzenwald können wir auch. Willst du mich ärgern? Hau ab. Gut, jetzt haben wir den Fratzenwald halt auch mal gesehen. Wo ist denn die... Hier ist die Kokolin-Steppe. Aber wir müssen doch zur Urunga-Stätte. Wo kommst du denn? Was bist du denn? Was ist denn das? Okay. Vielleicht sollten wir erstmal Komet wieder nach Hause bringen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Tatsache. Das hört gar nicht auf. Okay. Das können wir hier unendlich so weitertreiben, aber es bringt uns halt gar nichts. Ah, Urunga-Steppe, da sind wir doch schon. Guck mal, so einfach geht das. Und das sieht aus, als wäre es ein Teleport. Können wir den irgendwie aktivieren? Von dort kommt eine seltsame Energie. Du solltest sie erstmal ansehen. Ja. Urunga-Steppe und Boris Hütte, genau. Ich wollte aber eigentlich... Ah, hier ist der nächste Dungeon hier unten. Ich wollte aber erstmal eigentlich wieder zurück in die Stadt, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nicht Komet weiter mit mir rumschleppen. Ich brauche eh einen Schlüssel. Schleimschlüsselloch. Hm, was hat das zu bedeuten? Ja, ich habe noch keinen Schlüssel. Das hat das zu bedeuten. Schicksalsacker. Richards Villa. Gut, gucken wir mal bei Richard vorbei. Ich hoffe, ihm macht es nicht aus, dass ich Komet an der Kette dabei habe. Entferne doch bitte diese Kreatur aus der Villa. Ich rede mir nicht mit ihm, solange er diese Unaussprechlichkeit bei sich hat. Komme ja ohne dieses Vieh wieder. Als hätte ich es geahnt, oder? Schloss Kanaled. 10 Minuten. Wie komme ich denn hier jetzt wieder rüber zum Dorf? Ich will doch nur zum Dorf. Von dieser Seite kannst du es nicht lesen. Na, dankeschön. Okay, ich brauche jetzt erstmal diesen Schleimschlüssel. Ist die Frage, wie ich da dran komme. Es wäre schön, wenn ich einen Teleport im Dorf gehabt hätte. Naja. Schön wäre es gewesen. Wie konnte ich nochmal den Schild benutzen? Ach so. Hab's rausgefunden. Ey! Den wollte ich kaputt machen. Okay, hier geht's nicht weiter. Da muss ich irgendwie... Wie komme ich denn zurück? Da oben. Jawohl. Dann bringen wir dieses widerliche Vieh mal wieder dahin zurück, wo es hingehört. Merci, danke. Es war ja so süß von dir, dich um den kleinen Komet zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Schmatz. Okay. Du hast einen Kuss von Madame Miu Miu erhalten. Du Glückspilz. Okay.
So, jetzt. Ach, dieses Kranspiel, das habe ich gesehen. Das hat die Leute ja wohl ziemlich in den Wahnsinn getrieben. Das habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Wollen wir mal? Einmal? Wir müssen ja hier diesen Yoshi ziehen. Wunderkran, ein Spiel, 10 Rubine. Mit den Knöpfen bewegst du den Kran, der Rest ist Timing. Stell dich an die Knöpfe und viel Erfolg. Okay. Okay, und jetzt? Ah. Ah, ich darf nur zweimal. Mist. Ich muss das Steuerkreuz nehmen und ich darf nur jeweils... Noch ein Spiel? Ja, einmal machen wir noch. So. Mist! Oh Gott! Nee, das... Nein! Nein! Ach nö! Ja, Mann! Jetzt aber hier. Oh, nein! Das hätte fast geklappt. Ja, komm, noch eins. Blöde Yoshi-Puppe da. Jetzt aber komm, der liegt doch perfekt. Das liegt doch perfekt. Weiß gar nicht, was die Leute haben. Nö. So, jetzt gib mir aber auch meinen Preis hier. Oh, du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich, du liebst Yoshi. Die Vierlinge wollten noch. Ui, du hast dir die Yoshi-Puppe geholt. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Du bist ja ein toller Hecht. Unsere Mama wird so neidisch sein. Wie? Oh, sie ist wahrscheinlich zu Hause. Unser Haus ist das im Norden mit den zwei Türen. Jetzt muss ich erstmal wieder die Rubine reinkriegen, die ich da reingeballert habe. Ja, ist ja gut. Wir haben uns ja beide lieb, Komet, ne? So, im Norden? Nee, jetzt bin ich wieder... Wo muss ich denn hin? Ach, Mensch. Angelteich. Nee, da will ich nicht hin. Dorfbücherei will ich auch nicht. Da muss ich hin. Ach, hier kann ich jetzt... Guck mal, da kann ich ja auch hin. Jetzt. Was ist denn das? Ein Traumschrein. Aha. Was geht? Okay. Okay, das machen wir gleich. Ich will erstmal die Yoshi-Puppe. Den Traumschrein. Erstmal die Yoshi-Puppe abgeben. Jetzt bin ich auch schon fast tot hier. Schau ich das mal an. Mann. Schenkst du meinem Kind die Yoshi-Puppe, bitte? Natürlich. Vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Du hast deine Yoshi-Puppe gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Wer will denn eine Schleife haben? Vielleicht die Dings hier. Die mag das sicher schleifen. Ich liebe diese Melodie. Und du, Link, was liebst du? Du
bewegt sich kein Stück. Tja, machen wir jetzt erstmal diesen Traumschrei. Oh, Entschuldigung. War Absicht. So. Ist mal wieder aufgeladen. Aber ich fürchte, wir kommen in diesem Traumschrein noch nicht weiter. Wir brauchen da noch irgendwas, um die loszuwerden, die Viecher. Also wir müssen schon in die Steppe, aber da brauchen wir erstmal den Schlüssel. Die Frage ist, wo kriegen wir den? Kann der Telefonheini uns weiterhelfen? Tut, tut, ja, hier Ulrira. Hast du bereits mit jedem auf der Insel gesprochen? Im Südosten vom Möwenwurf beim Schicksalsacker lebt ein Mann namens Richard. Warum besuchst du ihn nicht einmal? Tschüss. Ah ja, okay, also ich muss mit dem Richard reden. Dann reden wir mit dem Richard. Wie komme ich jetzt wieder zu diesem blöden Schicksalsacker? Eieiei. Osten Urunga-Steppe, weiter. Was? Weiter im Osten? Zoodorf. Das Zoodorf. Okay. Aber wir haben immer noch keinen Teleport im Dorf gefunden jetzt, ne? Hilfe! Was sind für Drecksviecher? Das sieht aus, als wenn könnte man es sprengen mit Bomben. Die kommen erst später, schätze ich. Hier komme ich nicht weiter. Wie kam ich denn da hin? Hier bin ich ja wohl eindeutig falsch. Hilfe! Da muss ich wohl hier runter. Hä? Bin ich schon wieder hier? Ach Mensch, muss ich hier lang? Schicksalsacker, doch, passt. Okay. Ach guck mal, hier ist noch so eine Eulenstatue, da komme ich nur nicht hin. Ha. So Junge, jetzt redest du aber mit mir, oder? Ich habe Komet extra weggepackt. Aha. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von Monstern verzaubert und ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Ich musste in meine Villa fliehen. Doch er ist auf der Suche nach etwas. Ich kann ihm vielleicht helfen. Aber erst möge er mir das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Okay? Großartig. Genau gesagt handelt es sich um 5 goldene Blätter und ich will sie alle. Vergesse er nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Viel Glück. Jetzt muss ich erstmal eine Schaufel besorgen hier. Yo. Ich bin nicht ängstlich, ich warte hier nur. Jetzt brauche ich eine verdammte Schaufel. Wieso? Ich will... Also dann muss ich wahrscheinlich hier auf dem Acker rumbuddeln oder so. Komet konnte mir doch sagen, wo ich graben muss, oder? So, dann besuchen und besuchen. Genau, wir besorgen jetzt eine Schaufel und Komet... Kann ich Komet wieder mitnehmen? Das wäre praktisch. So. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ach Mensch, Leute. Jetzt gibt es hier schon eine Karte. Ich verlaufe mich trotzdem. So, die Schaufel konnte ich doch hier kaufen. Die hätte ich.
hätte ich gerne, die da. Luxusschaufel sogar. Luxusschaufel 200 Rubine. Vielen Dank und bis bald. Du hast eine Schaufel erhalten. Drücke Plus und wähle die Schaufel, um sie zum Graben auf X oder Y zu legen. Okay. Oh, genau, da war der Staub. Das wollte ich kurz austesten. So. Ah ja, daran erinnere ich mich noch. Ich konnte alles umgraben. Jetzt hätte ich gern Komet wieder dabei. Der kann doch hier... Kann ich dich mitnehmen? Mist. Werte Dame, ich würde mir gerne ihren Komet ausleihen. Wenn doch nur einmal jemand käme, der ein Schleifchen besitzt, den würde ich gerne in die Hundehütte nebenan weiterschicken. Ah, hier, ich habe eine Schleife. Mein kleines Schnüppchen sehnt sich nach einem neuen modischen Accessoire. Ich habe doch eine Schleife. So. Wer will eine Schleife? Du willst eine Schleife? Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Oh, diese Schleife. Oh, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir natürlich auch eine Dose Hundefutter. In Ordnung. Freude, hier ist dein Hundefutter. Du hast die Schleife gegen Hundefutter getauscht. Hundefutter wollte doch der eine am Strand. Oh, jetzt machen wir hier weiter, komm. Komet können wir anscheinend nicht mitnehmen, was? Ich hatte gehofft. Bonjour, mein kleiner Komet sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Okay, Mist. Hundefutter war am Strand. Der Typ am Strand, der wollte Hundefutter. Das große Ei auf dem Tamaranchberg? Man sagt, der Windfisch schlafe darin. Warum? Frag mich was Leichteres. Ich bin nur ein Kind, ne? Hm? So. War doch irgendwo... War eine Hütte. Irgendwo war so eine Hütte. Da unten ist sie. Da unten. Komme ich denn jetzt da hin? Ach Mensch. Da, 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 da. Der hatte doch Hundefutter gesammelt. Oder wie war das? Der mit seiner Insel im Haus. Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist... Genau diese Dose fehlt in meiner Sammlung. Bitte gib mir das Hundefutter. Bitte, bitte, bitte. Oh, danke. Gib es sofort her. Na, Prost, Mahlzeit. Okay. Schmatz, schmatz, Rülps. Das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber da hast du ein paar Bananen. Wumms. Du hast das Hundefutter gegen die Bananen getauscht. Ein guter Tausch. Bananen. Wer könnte denn Bananen brauchen? Willst du Bananen? Anscheinend nicht. Hm. Na, guck mal. Da ist ja eine Truhe. Rubine, sehr schön. Wo bin ich jetzt? In der Zwergenbucht. Jetzt bin ich ja komplett hier abseits. Ich wollte doch buddeln. Oh Gott, was ist denn hier? Egal. Hier sehe ich. Oh. Du hast eine Zaubermuschel erhalten, wozu die wohl gut ist? Hm. Oh, hier ist alles irgendwie ein bisschen brüchig.
Das war's? Hm. Gut, dann war das nur für die Muschel. So, hier komme ich nicht drüber. Auch nicht, dann gehen wir zurück. Was wollte ich graben, wollte ich? Himmel, Herrgott, nochmal. Warum bin ich dann hier am Strand, wenn ich buddeln will? Ach, lass mich doch in Ruhe. Wie komme ich wieder hoch? Ich will noch wieder hoch. Was ist denn das? Du hast einen Teil der Macht erhalten. Nee, nee. Ach, da komme ich hoch. Mensch. So, und jetzt muss ich Blätter graben gehen. Da ist eine Höhle. Sowas. Hm, hatte ich den schon mal? Ach Mann. Lässt du mich wohl in Frieden? So, und das Herzteil hätte ich auch gerne noch. Wie komme ich da dran? Nochmal den Spaß. So, wie komme ich an das Herzteil? Wahrscheinlich oben rum. So. So, und nü? Wenn ich das hier rüber schiebe, dann blockiere ich mir alles. Wenn ich das hier rüber schiebe, blockiere ich alles. Wenn ich das runterschiebe hier, blockiere ich auch alles. Kann ich nicht ziehen? Hm. Nee, jetzt blockiere ich. Ach nee. Ah, okay. So. Du hast ein Herzteil erhalten. Rufe mit plus das Inventar aus und sieh dir an, wie viele du schon hast. Eins fehlt noch, da habe ich ein Herzchen mehr. Sehr gut. Sehr gut. Ach Gott, was habe ich denn jetzt hier alles freigeschaltet schon? Mann! Hm, wie komme ich denn jetzt da runter? Ach, da lang. Hier lang, ne?
fühle mich wohl in Frieden. Sag mal, halt doch mal still, blödes Vieh. So, hier kam ich nicht weiter. Mist. Hallo! Ich verlaufe mich hier allenthalben. So, langsam Schluss machen, ne? Ist schon spät. Oh, da kam ich ja nicht lang. So, und ich muss jetzt hier einfach alles umgraben. Ja, das Schloss war ja irgendwie in die Richtung, ne? Fünf Blätter muss ich ausgraben. Komme ich denn auf diesen Acker? Ich buddel jetzt hier einfach alles um. Ah, guck mal, da komme ich hier oben rum. Was ist das? Wo lande ich jetzt? Okay. Ah, so komme ich zum... Ah, jetzt weiß ich zumindest schon mal, wie ich da hinkomme. Diese Grasformation, da sieht aus, als wenn in der Mitte etwas zum Buddeln wäre, oder? Das ist schon... offensichtlich. Jawohl. Eine Zaubermuschel. Gut, ich sehe, die Zeit ist schon langsam wieder rum. Wir haben gar nicht so viel geschafft, ne? Wir haben halt vor allem Tauschhandel hier betrieben. Ups, ich wollte auch springen. Müssen wir mal schauen, wo dieses blöde Schloss ist. Hier hinten, ne? Warum könnt ihr... Das Ding kann Bomben werfen. Nicht gut. Und ich kann es nicht erwischen. Okay. Das folgt mir auch noch, jo. Ich fasse es nicht. Ich glaube, es hackt. Gut, das hier konnte ich... Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich hier... Ich hau ab. Naja, wie gesagt, die Zeit ist wieder rum. Und das nächste Mal buddeln wir hier einfach fleißig weiter alles um. Und hoffen, dass wir irgendwo auf dem Weg diese fünf Blätter finden. Ohne Komet. Ich hatte gehofft, der könnte uns wenigstens ein bisschen Anhaltspunkte geben. Naja, wir sehen dann. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir sehen uns dann. Ciao!